Vorgestellt, Reus 2. Ja, ich habe das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ist am 28. Mai 2024 released worden. Abbey Games hat mir einen Key dafür gegeben zum Vorführen für euch. Dankeschön für den Key. Und ja, wir wollen dann mal reinschauen, was ich getan habe. Wir haben in 2014 schon mal ein Let's Play vom ersten Teil gehabt. Lang, lang ist her und schon 10 Jahre, meine Güte. Und ja, da wollen wir mal gucken, was Teil 2 uns so bringt. Und ja, nach dem Logo schauen wir mal rein, ne? So, das ist der erste Bildschirm, den man dann hat. Ich habe noch nichts gemacht, noch gar nicht reingeguckt. Ich sehe nur hier eine Sonne und hier ist der Create New Planet. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man hier klickt, New Game oder New Planet. Ich mache mal New Planet. Vielleicht ist es auch New Game. Wir können ja mal hier auf Back gehen und können ja mal ein New Game machen. Und das ist das Gleiche. Okay. Was haben wir hier? The Sage. Ah, da kann man wahrscheinlich verschiedene Spielarten auswählen. Und hier ist erstmal nichts. Ja, man muss dann erstmal hier auswählen. Always look for signs. Particularly interested in gold. Food is the base of healthy population. The people led by the inventor. Ich denke mal, wir gehen erstmal auf Food. So, da haben wir hier wohl verschiedene Rassen, die wir auswählen könnten. Davon geht aber irgendwie nichts, oder? Ach, das ist ein Giant. Ocean Giant und Rock Giant. Die sind aber irgendwie alle ausgekreuzt. Man kann wohl nur den nehmen. Ach, so funktioniert es. Okay. Jetzt habe ich die ausgewählt, die. Ja, weiß ich nicht. Difficulty Giant. Relaxing. Machen wir mal Human. Vergangene Zeit. Ja, mehr kann man hier wohl nicht auswählen. Free Play, Tutorial Quest, das wollen wir wohl machen. Graden wir mal. Okay, sah jetzt ein bisschen größer aus. Minister, every era starts with a barren planet. It's up to you to create a livable habitat for the humans. Also, Deutsch ging nicht einzustellen, kann ich aber schon mal sagen. Your goal is to explore all fights of humanity by complete eras. Each era has its own set of goals. The more goals you have, the first. Okay. But before you pick an era, you must follow the planet's prologue. Follow the tutorial quest to learn the basics of the game. Click on the question mark button to gain more info. Okay. Also wir müssen erstmal das Tutorial spielen, bevor wir irgendeine Ära auswählen können. Question mark. Ach so, da oben. Aber das kann ich hier nicht auswählen, weil es ein Bild ist. Gut, das heißt, ich soll jetzt hier erstmal den ersten Schritt machen. Settling a city. Below select the terraform planet, create biome. Note that everyone guides can place a different type of biome. Select the area for the biome. Click the nomad to start setting city. Okay, kann da was machen. Ich habe jetzt den hier ausgewählt oder was? Soll aber wahrscheinlich erstmal auf das Fahrrad. Choose a location for the these nomads to settle. Kann ich da irgendwie. Ja, ich kann die Welt drehen. Also ich wollte ja hier oben drauf. Ja, ich glaube, die Welt sieht irgendwie überall gleich aus, ist einmal rund. Und ich sehe nichts Besonderes, das heißt, ich kann sie auch hier gleich machen. Can't settle humans on wasteland. Hier gibt es doch nur wasteland, oder? Ah, fängt ja gut an, ne? Ja, sieht so aus, als ob hier nichts geht. Das heißt, ich muss erstmal die Erde bearbeiten, wahrscheinlich. Terraform.
Also, dann kann ich hier sowas terraformen. Jetzt macht er erstmal eine schöne Erde daraus, oder? Okay, da wachsen jetzt Bäume. Und wenn da Bäume wachsen, dann können wir jetzt hier ein Settlement erfüllen. Gut. Settle City, hier haben wir gemacht. Oh. Lushdale Garden ist das jetzt. Spend 5 to place a peon. Was heißt das denn? Ah, da muss ich draufbleiben. Animals, Plants and Minerals, also Tiere, Pflanzen und Mineralien, kann man setzen. 5 Äonen soll ich jetzt nutzen, um das zu machen. Jetzt ist die Frage, wo die Äonen sind, ne? Skip to the end of the era? Ne, das will ich nicht. Also ich brauche jetzt mal Tiere erstmal. Wo kriege ich die weg? Sind das die anderen, die das machen dann? Animals, okay, die machen wir mal hier hin. Ach so, das muss ich noch auswählen, welche ich möchte. Rabbits oder Stoat? Nehmen wir mal die Häschen. Machen wir die mal dahin. Und jetzt haben wir Häschen da. Jetzt können wir noch den nächsten hier nehmen. Was macht der? Der macht die Mineralien. Was haben wir da? Moos, Agate, keine Ahnung, was das ist. Mosis Sohn, moosige Steine. Die machen wir mal hier hin. Was kann er noch? Er kann noch weitere Pflanzen machen. Create Planet, Ablands. Ah, Pflanzen, Ash. Also, wir machen erstmal Blueberries, damit die was zu essen sammeln können, oder? Ich glaube, die Bäume haben wir ja hier im Hintergrund. Das sollte eigentlich funktionieren, oder? Aber es geht ja hier schon weiter, ne? Spannendes Spiel wieder, ne? Kann man ganz viel machen. Jetzt ist dann die Frage, was die da machen. Also, die haben sich schon mal was zu essen geholt, oder? Aber wir müssen ja noch weitermachen irgendwie. Ach so, hier ist noch. Warte mal, dann lass ihn hier noch mal die. So, da kann man jetzt hier noch Bäume pflanzen. Dann können die Holz fällen, dann haben die Feuer, dann haben sie eine warme Bude, oder? Kann das sein? Ist das so richtig? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Call Nomad. Achso, da können die beiden noch eine neue Stadt gründen. Ein Jäger oder ein Miner? Lass erstmal weg, weil wir müssen erstmal noch hier weitermachen. Also die sind erstmal hier, glaube ich, glücklich, oder? Left click to inspect. Da gibt es 15 Fleisch, also 15 Essen von. Hier sogar 30. Der Baum gibt 15 Schnecken. Was sind das? Base Value. Okay. Und sogar Früchte kommen da dran. Okay. Ich erinnere mich, dass so Abhängigkeiten da waren, ne? So, er könnte jetzt hier aber noch mal. Das mal erweitern. Geht das dann hier mehr? Weiß ich nicht. So, jetzt haben wir das erweitert. Blueberries hatten wir schon. Was hatten wir noch nicht? Das ist die Frage. Wir hatten noch die anderen Tiere hier. Die machen wir mal dahin. Dann sind die Tiere schon durch. Und dann haben wir noch den letzten Giant. Und der hatte noch diese Moss Arcade. Keine Ahnung, was es ist. Soll er auch machen. Dann haben wir alle Sachen hier gemacht. Und hier oben ist auch schon The First Era is Upon Us. So, jetzt ist dann die Frage, hier können wir den Miner auswählen. Und was macht der jetzt? Can't settle humans on wasteland. Choose a location for these nomads. Okay, das sieht so aus, als ob ich das hier nicht benutzen kann.
Ah, da ist die zweite Truppe jetzt erschienen. Was kann er denn hier für Erde machen? Er kann See machen, Great Ocean. Dann lass uns doch mal hier einen Ozean anhängen für drei Felder. Gucken, was der daraus macht. Und er, was macht er? Er macht Berge? Ne, Wüste macht er. Create Desert. Den Desert mache ich mal auf dieser Seite. Und er soll mal hier noch rauszoomen, kann man auch, okay. Er soll mal dieses Land noch ein bisschen erweitern. Ah, continue. Ich kann nichts mehr machen, sondern ich musste weiter. Calm Area, Iron Age. One city must have at least four Gold oder sowas. Humanity advanced to the next era, but not with a particular inspiration or goal in mind. An opportunity for you to focus on improving their prosperity. Okay. Das sind die Aufgaben. Da gibt es ruhiges. Ja, Siedeln. Und 30 von diesem Zeug muss ich auf dem Planet haben. Und das ist das eine andere Quest dann. Eisenzeitalter. With tools at our disposal, the road is clear to turn the bounties of the earth. Will you help the sage explore the planet's crust? Ah, okay, dann kann man schon hier. Ja, okay, Eisenzeitalter. Würde mich tatsächlich mehr interessieren wie dieses ruhige Zeitalter, oder? Machen wir das erstmal. Was haben wir da noch hier? Minerals are going to lead the path forward. Also Mineralien, also Erze sind dann entscheidend wahrscheinlich. Ich muss 10 Zahnräder auf dem Planeten finden oder haben. Also das sind die Aufgaben. 4 Mineralien. Iron, dann tun wir Eisen erforschen oder ja, Unlock, keine Ahnung, freischalten. Und wir sollten eine Schmiede bauen. Okay, da ist jetzt ein Ding inzwischen gekommen, ne? Pause. Okay, more information. This has a lot of mechanics and nuances to learn, and it would be impossible to learn them all at once. Instead, learn them at on your own pace. Okay, selber bei der eigenen Geschwindigkeit lernen, würde ich mal so sagen. Almost everything has a tooltip explaining it. Okay, überall gibt es irgendwelche Hinweise zum Erklären, wenn man drüber hovert, wahrscheinlich. Ja, steht hier auch so, ne? Okay. Haben wir die zweite Truppe jetzt eigentlich schon gesetzt? Ne, die haben wir noch nicht gesetzt. Ah, die ist too close to another. Das bedeutet, meine Lieben, ihr werdet in der Wüste euer Settlement machen, eure Siedlung. Das dauert jetzt einen Moment. Okay. Kriegen wir da was zu essen hin? Sagebrush. Ach, der muss jetzt von da ganz hinten kommen, okay. Was macht er mit den Tieren? Wüstenkatze und keine Ahnung, was ein Jerboa ist. Wüstenkatze kommt da hin, fertig. Und was hat er noch? Er hat die Mineralien dann wahrscheinlich, ne? Eisen gibt es dann da. Quarz und Redstone. Redstone passt hier doch gut rein, oder? Da waren noch diese Tiere, die ich noch nicht habe. Vielleicht müssen die mehr im Wasser leben, dann passt das. Jetzt haben sie hier ihr Settlement gemacht. Was ist hier jetzt noch? Also das hatten wir schon. Die Büsche haben wir hier gemacht, naja.
Die Tiere hatten wir auch. Das heißt, wir haben nur noch die Mineralien über Quarz. Ist schon alles besetzt, so wie ich das sehe, ne? Das würde bedeuten, wir müssten jetzt hier noch die Wüste, wenn erweitern. Da machen wir noch zwei Felder mehr Wüste. Ach, Ozean, da sind sie drauf am Schippern. Beziehungsweise nicht am Schippern, weil da sind die Grenzen zwischen den Siedlungen. Ah, weiter geht's nicht, okay. Das hatten wir schon hier, die rote Erde. Was gibt uns das denn? Redstone, Gold. Der Quarz, der kommt dann dahin. Und dann machen wir das Eisen noch dahin. So, was können wir hier noch machen? Nix. Weiter erweitern geht nicht, weil da ist ja, ne? So, jetzt schauen wir mal hier oben. Extracting. Send to the planet ist klar. Jetzt müssen wir irgendwas anlocken hier. Draft und Apex Biom. Use your draft charge to analyze the draft on top of the screen. Wo ist das on top of the screen? Go through the draft process to unlock the apex beyond deck. Ist das hier? Ah ja, drafts. Forest. Select the biome, aber die habe ich doch schon. Also hier wäre ja schon interessant, was mehr zu haben, weil ich mache aber trotzdem erst im Forest, wenn mir das sicherer ist. Da gibt es Apfelbäume und Tiere nochmal, Pangolin. Schuppentier oder was ist das? Ich würde jetzt den Apfelbaum mal nehmen wollen. Und wo ist jetzt der Apfelbaum gelandet? Müsste ja bei ihm hier sein, oder? Ja. Das ist schon alles besetzt. Hier könnte ich es hinmachen, aber ja, machen wir erstmal. So, und dann können wir hier noch The Pirate Green. Die könnte ich jetzt aber hier nicht drauf machen, ne? Nee, leider nicht. Das Meer habe ich zu klein gebastelt. Das heißt, ich müsste jetzt hier noch was machen. Beziehungsweise, ich werde es hier anschließen, weil... Ja, wir werden es hier anschließen. Den Ozean bauen wir jetzt hier hin. Machen wir mal 5 groß auch. Hier muss man so viel jetzt machen, ne? Click the Floating Inspire Button. Ist das hier der Floating Inspire Button? Ah ja. Außenshiring. Farm ist vielleicht nicht schlecht, dann könnt ihr euch besser selber versorgen. Das bauen die jetzt hier. So be it. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, ne? So, jetzt hatten wir hier die Ocean Queen, würde ich jetzt hier mal hinmachen wollen. Die ist da. Humans can settle in ocean, settle them onto the coast of another biome. Oh, geht also auch nicht. Das würde bedeuten, ich müsste jetzt hier erst neben dem Meer. Ach so, das ist schon von da. Ja, komm, dann ziehen wir das mal jetzt gerade hier noch zu Ende. Nee, das war falsch. Hier müssen wir hin. Und dann, na doch, war doch richtig. Machen wir hier den Wald hin. So, dann macht er alles grün.
Und dann machen wir hier das Settlement nach da. Aber ob jetzt die Piraten das werden, weiß ich jetzt auch noch nicht, oder? Wir haben 7 Zahnräder von 10, okay. Und Mineralien haben wir genug drauf. Hier sind die zwei Städtchen, die wir schon haben. Pirate Settlement. Keine Ahnung. Und hier haben wir a real challenge. Keep the fundamentals of Rivers 2 in mind. Use Symbios for the best shields. Apex Biotica are stronger than other Biotica. Use the project efficiency to create. Lushdale Port ist das jetzt. Ah. Das ist jetzt die Pirate Queen, okay. Die Piratenkönigin. Die nutzt jetzt auch ein bisschen Gelände davon. Sehr interessant. So. Was macht unsere andere Stadt hier? Nix. Und die hier? So, hier hatten wir schon alles voll, ne, oder? Da sind welche. Redstones. Sagebrush. Wüstenkatze. Quarz. Und Eisen. Eisen wird tatsächlich schon abgebaut. So, und hier haben wir jetzt die neuen Dingens, die jetzt hier die Fische bauen wir jetzt hier an. Oh, ein Clownfisch. Den machen wir da hin. Empty Slot. So, ich wollte den Clownfisch da hinbauen. Habe ich kein Zeug mehr? Doch. Das passt schon mal. Was kann er denn noch machen? Bedrock. Jetzt stell mir gerade die Frage, wofür es gut ist. Eisen. Also da bringt mir das jetzt nicht so wirklich was, oder? Da sind jetzt die Fische. Er angelt den Clownfisch. Ah, hier ist noch was zu machen, oder? Ein Bonus-Slot und ein Empty-Slot. Dann lass uns mal gerade hier schauen. So, da kann man alles ein- und ausschalten. Okay, oder nur eins. Ich würde da aber erstmal schauen, dass wir da vielleicht Tiere hinkriegen. Aber Tiere sind im Meer. Machen wir hier das Eisen hin. Ja, aber ich würde auch sagen, wenn wir erstmal hier für dieses ersten Teil einen Cut, weiß nicht, zwei, drei werden es, also drei, denke ich mal, werden wir bestimmt machen. Und das Projekt mit, was ich gesagt habe, mit Kreativität, das wird dieses jetzt hier nicht sein, sondern die Zeit wird dafür nur genutzt. Und wir müssen mal schauen, wie wir dann weiterkommen. Wir haben jetzt hier schon wieder was geschafft, Include. Okay, Iron Edge haben wir wohl erreicht. Irgendwas mit 39 Punkten hier. 43 haben wir insgesamt. Tja, weiß nicht, was jetzt hier passiert. Continue playing. Aber wir haben auf jeden Fall dieses geschafft und werden dann schauen, wie es weitergeht. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns im nächsten Vorgestellt. Bis dann. Ciao.